ist ja Haley gar nicht zugemutet, dass sie an sowas hängt. Und er hat gedacht, ich hätte eher gedacht, dass es teuer ist und dass da so ein fetter Diamant drin ist und deswegen, aber dass es von der Oma ist. Ich sag ja, die Haley, die taut auf. Könnte sie es irgendwo in der Nähe verloren haben? Da sieht auch komm, das ist ja jetzt super versteckt. Was machst du denn da im Busch? Hast du da hingeschissen? Na gut, wenn man es nicht weiß, ne? Ja, man muss nur ein bisschen aufmerksam gucken. Ja, ich hab's gefunden. Ist das? Oh, guck mal! Die hat voll die Tränen in den Augen! Oh, wie schön! Du hast es gefunden! Vielen, vielen Dank, Sascha. Du hast mich gerettet. Ich rette dich noch viel mehr. Ist das jetzt ein Kuss? Oh, machen beide jetzt die Augen ja, zu? Ja, ja. Guck mal, wie rot die wird. Ich werde nie vergessen, was du für mich getan hast. Ich tue dir noch was anderes, Baby. Blablabla. Drück dir einfach nur die Haare ins Gesicht, fertig. Och, ist doch doof. Ich dachte, ich könnte ja jetzt mal einen Blowjob verpassen oder so. Du ihr, okay? Ja, natürlich. Tut mir leid, Haley, aber manchmal zuckt meine Zunge so sehr, dass ich sie nicht im Zaum halten kann. Jetzt habe ich unser Zuckerweibchen schon gleich vergrault. Oh Gott, nicht nur sie. Ja, ich hoffe, die Jungs auch nicht. Manchmal kann man ja rumblödeln, wir haben ja die Uhrzeit dafür. Also... Für die Leute, die mich jetzt zum ersten Mal sehen, es ist nicht Standard. Das ist wirklich nur Herumblödelei. Das könnt ihr die anderen bestätigen. Der Doofkopf. So ein Bauer. Ich mag den nicht. Welcher? Der Harley? Der Harvey. Ich musste immer so an so einen blauen Hasen denken. Ich musste immer an Harvey Dent von Batman denken. Ah, kenne ich nicht. Ich muss ja mal an einen blauen Hasen denken. An die Zocker, ihr wisst's. Schreibt's in den Chat, wenn ihr wisst, wen ich meine. Blauen Hase? Was? Der hieß auch Harvey. Blauen Stoffhasen. Ach so, Harveys neue Augen. Ja. Hab ich leider nicht gespielt. Hast du mal... Oder Edna, wie hieß es? Das erste hieß Edna bricht aus und das zweite genau. Harveys neue Augen. Hast du die mal auch gestreamt oder mal so gespielt? Nein, leider nicht. Ich hab's mir nur beim Onky Gronky angeguckt. Aber ich habe mir die Spiele gekauft. Das bedeutet, wir könnten sie theoretisch streamen. Ich weiß halt nur nicht, ob das überhaupt noch so... Sind das so Point-and-Click-Adventure? Das sind so Point-and-Click-Dinger, ja. Geil. Ähnlich wie Day of the Tentacle und... Genau, ist auch vom gleichen Hersteller. Bei Edna bricht aus, muss man sagen, dass der Poki damals, derjenige, der Dedelec leitet, dass das sein Dingsbums gewesen ist, seine Masterarbeit im Studium. Und das erzählt er so ein bisschen in den Kommentaren. Okay. Ist eigentlich ganz nett. So, das da. Ja, ich denke, das Wochenende wird. Ich glaube, ich werde heute nicht alt. Wochenende ist Party. So. Ich höre die Robin nicht hämmern. Ah, die ist fertig. Oha. Not bad. Ja, dann ernte gleich mir den ganzen Shit ab mit der Sense. Das geht so schnell. Das geht eigentlich relativ schnell. Erstmal hier den ganzen Shit weg. Ich glaube insgesamt 240 pro Teil, ne? Yes. Alles weg. Mach dran. Ja gut, in 6 Tagen ist hier eh alles abgestorben. Ja, im Winter ist hier sowieso Schicht im Schacht. Von daher kann ich auch gleich alles... Im Winter auch keine Bäume, ist richtig kacke. Ist eigentlich nicht schlecht, wenn du anfängst, im Winter mal dir was anzueignen und zu gucken, wie du was machst, weißt du? Zum Beispiel, für mich würde es im Winter super passen, weil dann kann ich nämlich auch mal einfach ein Feld bauen, wo ich dann im... Ja, vor allem die Mine musst du durchboxen im Winter. Genau, die ersten Tage im Winter werde ich hiermit verbringen, um einfach ein bisschen
mal an meinem Farmlayout zu arbeiten. Wenn da sowieso nichts wächst, kann ich auch mal alles abbauen, bis auf die Truhen. Und kann dann einfach mal ein bisschen am Layout arbeiten. Im Winter kann man schön Ordnung machen. Genau. Ja, so eine Ruhephase braucht, hat schon was. Aber die Bäume fallen nicht ab im Winter, oder? Nein. Okay, das bedeutet, ich kann dann in Ruhe alles nochmal abgrasen und wirklich mal Aufräumarbeiten machen. Ja, schon fast voll. Ist schon die Frage, ob ich noch einen vierten bauen soll. Nee, das langt. Ich habe halt so viel Heu, es ist eigentlich schade, es verkommen zu lassen. Kann man das irgendwie rausholen? Kann man das irgendwie rausholen? Ich finde es schade, dass man das nicht rausholen kann. Du kannst es tatsächlich rausholen, wenn du einen Stall hast und das Futter noch nicht voll ist. Also das Futter noch nicht auf der Barre liegt für die Tiere, im Trog quasi. Ich verstehe. Kannst du so viel rausholen, wie du willst. Und es dann in Kisten einlagern. Ich verstehe. So, ist jetzt die Frage, lohnt es sich noch hier das ganze Scheiß zu ernten, zu gießen? Oh, Justin hat Hund gehört. Justin hat gehört, dass wir überlegt haben, den Hund zu vernachlässigen. Habt was mit Hund gehört? Ja, ich habe denen erzählt, dass du sauer wirst, wenn man in einem Spiel einen Hund hat und den vernachlässigt und dich als Zuschauer hat. Da wirst du sauer. Das ist okay. Ich habe einiges vergessen zu gießen. Wo habe ich was vergessen zu gießen? Bin doch schon dabei. Da ist nichts, da ist nichts. Ist alles gegossen. Guck mal genau hin. Die Pflanze fehlt von der Auberginenreihe. Nee. Doch, rechts. Psst. Das war extra. das war die Maispflanze unten. So. Hier, Wasser. Er hat vergessen, den Hund zu gießen. Glaubst du nicht? Ja, ein bisschen lieber. Ein bisschen lieber, Diego. Was hast du da angepflanzt? Das ist Viech, was das so ewig braucht. Das ist eine uralte? Ja, das kann sein. Ich glaube, das war Steinzeit-Saatgut oder so. Keine Ahnung. Ja, weil die braucht voll 28 Tage. Also das Ding ist tot. Ja, dann ist es halt tot, meine Güte. Nicht das Erste. Siehst du, da geht der Justin richtig ab. Was? Er hat vergessen, den Hund zu gießen? Er hat vergessen, den Hund zu gießen? Achso, jetzt raff ich's. Oh Mann. Was soll denn das gießen? Hund. So, die Harley, die braucht wieder was. Ah, ich weiß nicht, was ich ihr geben kann. Warte mal, die mag doch Quarz, ne? Nee. Die Haley. Was mag die denn? Mani mag Quarz. Okay. Die mag Blumen, also vor allem die Narzisse. Ja, habe ich nicht mehr. Ja, dann ist RIP. Es sei denn, du hast eine Sonnenblume, eine pinke Torte, Obstsalat oder eine Kokosnuss. Ich habe zwei Kokosnüsse, mit der sie spielen kann, ja. Ich habe nur noch Löwenzahn als Blume. Nee, kannst vergessen. Ah, Narzisse habe ich noch. Was hast du? Narzissen habe ich noch, 8 Stück. Ja, Gott bless. Super. Was ist mit Sonnenblumen? Hast du keine Sonnenblume angepflanzt im Sommer? Die weiß ich gar nicht. Herbst. Ich glaube, Sonnenblumen habe ich verkackt. Ich habe also, Hof habe ich stark vernachlässigt. Sonnenblume liebt sie. Senfkohl, Wildpflaume, Kekse, Preiselbeere, Süßkartoffel, roter Pilz, violetter Pilz. Warte mal. Ist alles nichts. Ja, war ganz ruhig. Müll sie einfach mit Narzissen voll. Exoten, was haben wir denn hier? Violetter Pilz, roter Pilz, Morschel und Höhlenkarotte. Ich glaube, das kriege ich hin. Diamanten stehen alle einen Monat drauf. So. Höhlenkarotte. Der Pilz, der Pilz, der Pilz. Okay. Na, dann kann ich schon mal was ins Kaufhaus bringen. Aber Diamanten werden verkauft, die werden nicht verschenkt. Diamant bringt 750.
Was? 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 Steht wo? Steht wo? Was? Diamant? Ah, stimmt, ja, Diamanten magst du auch, klar. Ja, das ist, aber Diamanten. Weiß nicht. Die verschenkt man nicht. Wir denken hier wirtschaftlich, hallo? Genau. Diamant kann sie haben, wenn sie dafür gearbeitet hat. So sieht's aus. Sollen Tausende anschaffen gehen, dann kannst du Diamanten haben. Achso, ich wollte ja ins Gemeindehaus. Abigail! Hier, ich hab was für dich! Ich liebe so Zeugs. Ernsthaft? Ah, super. Und schon 4 Herzen. Genial. Weißt du was? Wir gehen jetzt mal hier und gucken den Frauen beim Sport zu. Oh. Das macht ihr super. Ah, die Judy mit Hanteln, nicht schlecht. Ich weiß, dass du so guckst, weil die sind alle am Schwitzen, wenn du mit denen redest. Ah, die Robin macht auch Aerobic. Alter, Mani, nicht schlecht. Seilspringen, das hätte ich dir nicht zugetraut. Die Emily einfach nur am Dancen. Meine Arme sind gut trainiert, aber meine Beine brauchen noch Arbeit. Röchel, röchel, röchel. Nicht schauen, ich bin komplett rot und verschwitzt. Sport kann Spaß machen. Mani lächelt durch einen Schleier aus Schweiß an. Alter! Einatmen, ausatmen, Jawohl, trainier die Balls. Ja, die Emily einfach nur am Dancen. Die hat eigentlich immer die gleichen Dance-Moves. Die ist immer nur am Tanzen, die Alte. Alles klar, da flutscht es gleich doppelt so schön. Weil Emily zu viel am Kleber schnüffelt. Das glaube ich aber wirklich. Ich weiß nicht. Ich habe so das Gefühl, dass die Emily wirklich... Die mag halt, ja. Die mag halt Land, die mag halt das Leben im Grünen. Wie viele Events hattest du schon mit Emily? Nur eins. Da kommen noch ein paar. Ja, ich bin noch dran. Jetzt erstmal das zweite Event mit der Abigail rumpimmeln. Ich spoiler dich nicht, aber die Sache mit dem Klebstoffschnüffeln ist nicht weit hergeholt. Das hab ich mir, wie gesagt, ich glaub das. Nutzpflanzen Sommer. Ach so, warte mal. Handwerker, Qualität, Frühling, nein. Hier, glaube ich. Mann, die Bruchbude, ey. Total runtergekommen. Ja, voll schlimm, ne? Übel. Obwohl ich ja eigentlich auch mal interessant würde, ich würde auch gerne mal einen Spielstand haben, wo ich wirklich dem Joja-Konzern beitrete. Viel zu wertvoll. Nein. Was, bitte? Kein lila Pilz, der ist viel zu wertvoll. Ja, von dem habe ich 2. Zwei? Wie viel Kohle gibt der eigentlich? Weiß ich nicht. Aber der ist so Sinn. So, was brauche ich denn? Eichenharz, Kiefertee oder Ahornsirup? Kaktusfrucht oder Kokosnuss? Okay, dann habe ich das Bündel auch schon fast komplett. Na, ich könnte mal verkaufen. Ich weiß halt nicht, was man damit macht, warum du sagst, er ist so wertvoll. Ja, für Höhlenexpedition und so. Ist super, super Energie und Lebenspunktespender. Ach so, okay, ja gut. Das ist jetzt nicht so tragisch, finde ich. Nein, ich sag ja nicht. Halle, Baby, wo bist du? Na, wo ist meine Zuckerschnute? Warum kann ich da nicht rein? Dieses grinsende Herzchen. Es ist eigentlich komisch. Warum hat die Emily ein Doppelbett mit einem Herzchen obendran und die Halle nicht? Ja, die Emily, ja, die hat's faustig hinter den Ohren. Die, das ist die wilde Hilde. Hey, Kleiner. Mama lässt mich heute nichts mehr Süßes essen. Vincent, hör mir mal zu, mein Freund. Mal so ganz unter Männern. Wenn du willst, dass die Bräute auf dich stehen, dann schenk ihnen Blumen. Und jetzt unser Geheimtipp. Du musst vorher auf die Blume pissen. Hast du deine Braut gleich markiert. Weißt du Bescheid. Aber was soll ich denn? Ich mag Mädchen nicht. Ja, what's up? In 5 Jahren sprechen wir uns noch. Hallo. Irgendwas riecht erdig. Ja, das sind meine Eier. Mit denen rutsche ich von Hamburg bis nach Bayern. Oh, stimmt ja. Du arbeitest auf einem Bauernhof. Schock für mich. Danke dir. Bitteschön. Olle Schrapnelle. Oi. Wieso ist die denn eine Olle?
Ich streite mich zwar viel mit meinen Eltern, aber ich weiß, dass sie nur auf mich aufpassen. Sie wollen nur das Beste. Keine Ahnung, warum ich dir das sage. Verrat's niemanden. Genau, ich will doch nur euer Bestes, euer Geld. Ach ja. So, jetzt muss ich nur gucken, wann ich das 4-Herz-Event mit der Abigail trigger. Das mach ich am nächsten Tag. Ich will jetzt nochmal kurz in die Pilzmine. Hey, Emily, ich hab hier eine Höhle, da züchte ich Pilze. Willst du mal schnuppern? Dann wärst du sofort dabei. Das glaube ich. Auf jeden Fall ist sie echt mindestens mal auf Marihuana. Mindestens, also. Klebstoff Marihuana. So. Wie viel blau? Oh nein, ich habe nur einen gehabt. Okay. Ist egal. Oh. Hallo, ich habe 1 Million Brombeeren. Das ganze Gehirn verklünkelt, ey, bei der. Verlorener Klebstoff. So, jetzt habe ich wieder. Ah, Preiselbeeren. Super. Ich weiß nicht, ob ich wirklich gießen muss. Ah, 24. Ich probiere es noch. Ich habe wieder Post bekommen. Wahrscheinlich von der Emily oder von der Abigail. Ah, wahrscheinlich von der Jody. Die schickt mir doch immer Liebesbriefchen. Obwohl die eigentlich verheiratet ist. Ihr Mann ist ja Soldat. Am Ende ist es Linus. Da wahrscheinlich. Der müsste doch auch... Ah, der hat nur 3 Herzen. Hi, wie geht's dir? Ich hoffe, dir gefällt das beigelegte Geschenk. Tschüssi. Ein Seeigel? Ist das ein Smiley? Och, wie süß. Das ist kein Smiley. Das ist ein Typ, der Skateboard fährt. Achso. Ja, ein Emoji halt. Glaube ich zumindest. Wer weiß, was das ist. So, jetzt erstmal den Hund gießen. Wasser dem Hund Wasser geben. Und streicheln. Sonst flippt der Justin wieder aus. Ihr kümmert euch nicht um den Hund! Weißt du, irgendwann steht der Justin vor Gericht. In der Zeitung steht, Graf Wallner, unbekannter Streamer, von einem Zuschauer erschlagen, bewusst halb tot geprügelt, aufgefunden, Todesursache, innere Verblutung. Justin vor Gericht. Was hat sie zu dieser Tat bewegt? Er hat keinen Hund. Sein Hund vergessen, Wasser zu geben. Justin wurde freigesprochen. Absolut verständlich. Digitalen Hund, Alter. Harvey braucht Schwarzarsch. Alles klar. Holen wir mal einen Schwarzarsch. Nehmen wir mal ein Edding und malen die Backen rot an. Alter Schwede. Schwarzarsch, gibt's das? Achso, Abigail, genau. Die hat ja 4 Herzen, nicht die Emily. So, warte mal, was gibt denn eigentlich die Brombeere? 25 Energie, das geht. Gut so. Siehst du, da geht's rund. So. Oh, Kekse aus dem Mülleimer. Halle, Harvey, ich hab was für dich. Heidi, ich hab was für dich. Entschuldigung. Hey, Alex. Frisch gebackene Kekse aus dem Abfalleimer. Das ist cool, danke. Bitteschön. Aus dem Mülleimer, es ist einfach herrlich. Ich liebe es, wenn die Sachen mögen, die aus dem Mülleimer gefischt wurden. Oh, schön. Das ist eigentlich wieder wert, aus dem Müll zu holen, oder? Und das kann... Ah, ich muss meine Krabbenboxe mal wieder abernten. Habe ich da vergessen... Na, ich habe vergessen, Köder reinzulegen, ich Idiot. So, jetzt erstmal das 4-Event-Herz triggern. Hoffentlich muss ich mit der Abigail nicht wieder einen Joystick bearbeiten. Alter, ist sie abgegangen. Mittwoch Ruhetag. Ah, fick dich doch, Pierre. Mal eine Frage. Kann jemand mal nachgucken, wie man das 4-Herz-Event von der Abigail triggert? Ich habe nämlich das Gefühl, dass es, glaube ich, woanders da ist und nicht im Haus. Ich habe nämlich das Gefühl, dass generell alle Events, das erste Event immer im Haus ist und das andere woanders da. Den Berg zwischen Mittag und 21 Uhr an einem regnerischen Tag. Ah, okay. Ah, ich weiß, wo sie... An einem Berg. Da, wo der Zauberer ist, ne?
Da steht die nämlich. Da bitte? Da steht die nämlich öfters. Ach, bei der Mine. Ach, bei der Mine. Einem regnerischen Tag. Mhm. Ah, die liebt ja den Regen. Stimmt, da war ja was. Och, Abigail, du bist echt strange, Mädchen. Kannst du nicht einfach unter der Brücke wohnen? Neben Linus. Davon wird mir ganz schlecht. Was für ein abscheuliches Geschenk. Ach, das ist eine Kohle. Ja, stimmt. Oh, das ist dumm. Dem eine Joja, dem Bürgermeister Levis eine Joja-Cola schenken, ist dumm. Darfst du nur Alex? Alle anderen ziehen ihr Herzen ab. Ja, der hatte, glaube ich. Ne, der hatte nur ein Herz. Ah, die Judy hat drei Herzen. Die haben alle drei Herzen. Das läuft ganz gut. Außer die Haley. Die geht steil. Warte mal. Ah, der Emily kann ich doch Brombeeren schenken. Die ist da ja relativ entspannt. Kriegt man eigentlich Herzabzug, wenn man erwischt wird von jemandem, wenn man den Müll durchwühlt? Ja, ne? Ja. Liebe Chichi! Bitteschön. Na, sie ist nicht negativ drauf eingestimmt, aber auch nicht positiv. Das ist okay. Also im Prinzip Verlust. Ja, eine Brombeere tut jetzt nicht weh. Da ist er, Sam, du Babsack. Der hätte die Cola gebraucht. Ja, ich weiß, es passt aber auch so ein bisschen zu dem, aber der ist mir scheißegal. Bürgermeister ist mir auch relativ Wumpe. Bürgermeister ist aber einfach zu handeln mit Chilischoten. Ja. Ebenso wie Shane, der mag auch Chili, Pizza und Bier. Chili, Pizza und Bier. Alles klar, weißt du Bescheid. Da weißt du echt Bescheid. Da musst du gar nicht lang fragen. Hm. So, jetzt erstmal den ganzen... Aber ich kann jetzt sagen, die Events von Shane sind die geilsten. Okay. Naja, erstmal hier den mit Stock, dem... Den Stock nicht da rein. Schenk den Stock leer. Die steht auf den Stock. Echt? Ja. Ah. Aber nur leer. Den Stock nicht, die Lea steht auf den Stock. Interessant. Okay. Hey Lea, ich habe hier einen Stock für dich. Das war so klar, dass sowas wieder kommt vom Sascha. Hast du Bock? Ja, wie gefällt dir der Stock? Oh, der Stock, der ist toll. Ich habe ja noch einen anderen Knüppel in der Hose. Damit kann man spielen. Piu, piu, ja, ja. Piu. Oh, da läuft sie. In deiner Hose oder freust du dich mich hier, zu von sehen? Hinten. Oh, das ist ein wirklich nettes Geschenk. Danke dir, ein Stock von hinten. Yeah. Oh mein Gott. Ich habe ja beim Zwei-Herz-Event von der Lea einen Korb gekriegt. Was hast du gesagt? Ich habe sie angegraben, wollte sie küssen. Und dann hat sie mir mit dem Hammer eins... Böser Feder. Und dann hat sie mir mit dem Hammer eine verpasst. Da habe ich, eine Bäuerin gespielt und habe halt versucht hier... Man muss ja mal ein bisschen zweideutig denken. Man muss ja ein bisschen anders da denken. Dann habe ich versucht, die Lea anzugraben. Und beim Zwei-Herz-Event habe ich ihr halt einen Kuss gegeben. Und die so, warst du auch? Und hat mir dann mit dem Holzhammer eins vor die Birne gelatzt. Ja, war lustig. Okay, war nicht wirklich lustig. Kam mir echt verarscht vor. Aber war okay. So, Slaxi hat gesagt, ich brauche Geld. Viel Geld. Das wird in diesem Jahr aber nichts mehr. Ja, wirklich. Ich sag doch, das lohnt sich, wirklich. Den ganzen Shit habe ich... Gut, ein paar Sachen habe ich geangelt, aber meiste habe ich aus diesen fünf Reusen. Also, die haben sich schon stark... Die haben sich schon echt stark... Die haben sich schon selbst finanziert, mindestens. Das ist okay, ey. Jetzt bist du reich. Na, sag ich doch. So, was haben wir hier? Hau doch mal den verfeinerten Quarz auch noch auf den Kopf. Oh. Na gut. Der bringt richtig Asche. So, wollen wir mal gucken. Ja, ich wollte eigentlich einen behalten, aber habe ich mir gedacht, komm, das ist beschissen. Ist eigentlich auch ganz cool, die Emily kommt nämlich an, sobald du Stoff hast, den habe ich mal gefunden, den Stoff. Und dann sagt sie, hey, du kannst meine Nähmaschine benutzen. Aha. Warum habe ich hier noch Amethyst rumliegen? Es kommt doch hier unten hin zum Mineral.
steht die Abby drauf. Ah, die Abby mag Amethyst, stimmt. Deswegen habe ich den ja ge... Die mag den nicht, nur die liebt den sogar. Ja, das würde ich mir... was habe ich denn hier? Warum habe ich hier zweimal Weizen? Bin am Überlegen, ob ich vielleicht das Zeug hier verkaufen soll. Diese Minecraft-Sounds. Herrlich. Na gut, dann wird das heute ein sehr ertragreicher Tag. Super. Lieferung. Ach so, Schwarzbarsch. Habe ich da noch einen Schwarzbarsch? Schwarzbarsch, super. Und wer will den haben? HW. Na gut. Achso, du kannst übrigens, wann macht der zu? Um 15 Uhr, ne? Wer? Der HW. Ja. Na, vielleicht schaffe ich es noch. Yes! Nein, der ist ja gar nicht hier! HW, du Affe, wo bist du Lappen? Ich hasse den HW, der ist nie da. Ja, so viel zum Thema, hat nicht genug Patienten, ich kann kaum meine Rechnung bezahlen. Ja, du Spaß, wenn du nicht auf der Arbeit bist, du Lappen, verdienst auch nichts, du Affe. Mann. Ist schon ein Arzt und hat eine Brille auf der Nase und weiß trotzdem nichts. Idiot. Der pimmelt doch hier immer irgendwo rum. Oder unten am Fluss, da ist er. Hey, Schwarzarsch, genau was ich gesucht hatte, vielen, vielen Dank. Mal sehen, hier ist dein Geld. Ja, das nächste Mal setze ich einfach mit deinem Arsch in Kohle. Hast auch einen Schwarzarsch. So, was haben wir denn hier? Ah, die habe ich schon abgegrast. Super. Geh trotzdem nochmal zum Strand und guck mal, was ich da so abgrasen kann. So, jetzt habe ich nochmal einen Eisenbarren gemacht. Habe ich den heute schon abgegrast, den Strand? Halb. Hier sind noch ein paar Korallen. Korall. Wo der Mr. Krabs es mal wieder mit dem Begriff übertreibt und die Perla sagt, Korall ist total uncool. Das ist voll dufte, Mann. Haha, wer kennt den Gespräch noch? So, zwei goldene Dinger. Geilo Milo. Gibt es eigentlich was bessere Qualität als Gold? Also Goldsternchen? Ja, Iridium. Okay. Penny! Das wollte ich eigentlich nicht der Jazz geben. Ich wollte das der Penny geben. Na gut. Bei der Penny ist es immer so, ich finde Penny schwierig. Weil du weißt echt nicht, was die mag. Weil die sagt immer, das Spiel sieht speziell aus und die freut sich. Penny ist schwierig. Da weißt du nie so wirklich, was sie jetzt wirklich mag und was sie halt nicht hasst. Also was Penny ganz einfach mag, ganz einfaches Rezept ist Löwenzahn. Ja. Okay. Na ja, gut, ich mache langsam Feierabend. Alles klar, gute Nacht. Ne? Ich gehe jetzt hier auch rein. Gute Nacht, die. Ich gehe jetzt hier im Spiel auch nochmal ins Bett und guck mal, was der Tag jetzt gebracht hat, weil der Slaxi sagt, ich brauche Kohle. Irgendwas ist jetzt passiert. Alter Schwede, guck's dir an. Ich habe an einer Nacht 12.000 gemacht, Penner. Ja, siehst du. Alter Mina, aber willst du mich verarschen? Verfeinert. Ich auf die Details von der Kohle. Also, verfeinerter Quarz, 2448 Mal. Fischen, 6x Hummer gab 900, 8x Krabbe gab 1000. Das bedeutet 8x Krabbe, 8x durch 1000, das sind knapp 225 müssten das sein. 3x Garnele, Flusskrebs. Ah, die Miesmuscheln sind jetzt nicht so viele.
Strandschnecke ist auch fast gar nichts, Sardelle ist fast nichts. Ja, halt nur die Masse. Also Krabbe, Hummer und Kekse, genau, Krebse, die hauen rein. Ja. So, sammeln. Was haut denn hier rein? Gar nicht so viel. 12-mal Koralle, aber dafür nur, ja, das ist alles nicht so viel. Also, stimmt, Seeigel waren wertvoll, das stimmt, ja. Ja, 240, ein goldener Seeigel. Weil 5-mal normaler Seeigel gibt 40 Gold. Oder? Was? Ein normal. Du hast 5 verkauft für 800. Ja, dann müsste ich eigentlich. Nee, 160. 160. Entschuldigung, also, da hatte ich mich verguckt. Okay. Ja, und Hofarbeit? Naja, war jetzt alles nicht so viel. Die Masse macht's. Das lief gut. Ja, das sind aber die Kackpflanzen, die wenig bringen. Ja, ich habe halt das gemacht, was ich brauchte. Fertig. Super. Wenn wir wieder im Frühling sind, dann nehme ich dich schon an die Leine. Neuer Erfolg, Cowboy, 50.000. Süße Edelsteinbeere. Boah, Alter, entweder du tauschst die gegen so eine maximale Energieerweiterung. Oder du verkaufst sie für, ich glaube, 3.000. Ja, Geld ist, ich weiß nicht, Geld kannst du auch mit anderen Sachen machen. Das bedeutet, ja. Wenn ich die esse, dann gibt es mehr Energie. Nein, nicht essen. Kannst du auch, glaube ich, gar nicht. Die musst du eintauschen in den geheimen Wäldern. Okay. Geh da gleich mal hin. Lass mal alles links liegen. Ja, ich will hier sowieso nochmal zu Abigail gerade, um die 4 Herzen zu triggern. Ja, aber nicht morgens um 6. Nee. Moins um 6, da ist gut mit 6, yeah. So, jetzt gehe ich erstmal in die geheime Wälder. Das ist erstmal schön Umweg gelaufen. Ja, meine Güte. Ich wollte hier noch bei den Mädels im Mülleimer schnüffeln. Und Treibholz für die Lea angeln. Ich muss sagen, die Krabbenboxen, die haben es echt raus. Die laufen richtig gut. So. Ah, ich muss dem Julian noch meine Dingsbums zukommen lassen. Mein PayPal. Ich weiß, wo die geheime Wälder sind. Muss Julian noch mein PayPal-Konto zukommen lassen, weil er mir noch was nächsten Monat überweisen will. Ach so. Ja, er ist ja dafür verantwortlich, dass halt mein Mainboard Schrott ist. Und da hat er gesagt, gibt er mir einen Teil dazu. Und hier die Baumstümpfe wachsen halt jeden Tag nach. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Aber die geben nicht so viel, ne? Ich glaube, insgesamt kannst du 18 gutes Holz da rauskriegen. Ah, stimmt, bei dem hier, ne? Bei dem Opa. Ja. Altmeister Cannuli. Noch immer auf der Suche nach dem süßesten Geschmack. Cannelloni. Jetzt drückst du dem einfach die Beere in den Rachen. Wow. Du hast eine Sternfallfrucht gefunden. Dein Verstand ist voller Gedanken an Gulasch. Komm, das war jetzt cool, dass ich Gulasch genommen habe. Das ist cool. Nein. Das ist cool. Ach, komm schon. Jetzt mal unser Bundeswehr-Gulasch damals im Feldeinsatz essen müssen. Das war saugeil. Das war richtig lecker. Dann hättest du gesagt, alles klar. Warte mal, hier geht's ja noch weiter. Nach unten, da gibt's einen Geheimgang. Rechts. Hoch. Hoch. Auf der Höhe vom oberen Teichende und dann nach rechts. Noch eins hoch. Ah, da. Ja, okay. Und jetzt runter. Genau. Ja, ich hab's hingekriegt. Ja, ist halt immer ein bisschen schwierig, dich an die Hand zu nehmen mit der Verzögerung hier. Ja. Ich weiß nur nicht, woran der Delay liegt.
ob es daran liegt, dass man das. Es gibt ja auch Leute, die Delay kriegen. Man sagt ja auch bei Twitch, ist es je nachdem, was für einen Status du hast, wegen Delay. Das bedeutet, ja, ja, es kann halt sein, dass du nicht Delay hast, weil du Dingsbums. Was zum. Okay. Ja, man sagt ja auch, dass zum Beispiel, wenn du jetzt, keine Ahnung, Affinitär oder Twitch-Partner bist, hast du fast keinen Delay. Aber ich weiß nicht, ob das noch der Fall ist oder ob das veraltet ist. So, jetzt gehen wir mal zu Abigail. Ich weiß nur nicht, was ich da im 4-Hertz-Event machen soll. Ich kann dich jedenfalls nicht übers TV sehen. Das ist eigentlich komisch. Aber das liegt dann, müsste dann eigentlich, das müsste eigentlich nicht an mir liegen, weil der Frank, der guckt mich ja immer über, über den Fernseher. Frank. Also der Pommes-General, von daher liegt es nicht an mir. Nein, es liegt doch nicht an dir. Ich glaube Steam, ach Steam sage ich schon, Twitch hat immer so eine gewisse Verzögerung. Nee, ich meine, weil das Zockerweibchen ja gesagt hat, andere Streams gehen, aber mein Stream geht nicht übers TV. Da ist halt die Frage, warum? Weil so, generell kann das eigentlich nicht sein, weil der Frank mich ja übers TV guckt, ne? Ja, und das kann ich bezeugen, weil ich war letztens beim Frank und da haben wir dich auch geguckt. Also von daher... What the fuck? What? Ja. Ich dachte, die Emily... Abigail. Muss ich zu der hin? Ne, das ist ein normales Event. Warum ist sie da mit einer Laterne? Damit sie Licht hat. Oh, ich habe gerade ein bisschen Blasen geübt. Sascha, warum bist du hier draußen im Regen? Etwas Arbeit erlegen. Das Wetter genießen? Soll ich wirklich das Wetter genießen sagen? Weil ich weiß, dass sie... Warte. Ich weiß. Steht auf Dunkelheit und so ein Shit. Moment. Ja, das Wetter genießen. Ja, das habe ich mir gedacht, weil die mag nämlich Regen. Ja, du bist bestimmt jemand, der diese düstere Atmosphäre zu schätzen weiß. Oh ja. Ist mir eigentlich relativ wumpe-erbig geil. Ich bin hergekommen, um ein wenig Zeit alleine zu verbringen. Ja, dann verbringen wir doch die Zeit gemeinsam alleine. Dann gehe ich wieder. Aber ich habe nichts gegen deine Gesellschaft. Aha. Jetzt kommt's Beste, pass auf, jetzt kommt's Beste. Du wirst komplett nass kommen, stell dich unter den Baum. Aha. Das Lustige ist, wenn du den Baum gefällt hast, ist er dann nicht mehr da. Es ist unmöglich, dieses Gefühl zu beschreiben. Den murmelnden Regenschleier über dem ruhigen See zu betrachten. Und jetzt einfach bück dich und rinn mit dem Ding. Was? Eine Mini-Harfe. Wo hab ich die her? Aus dem Bob ist gezogen. Auf jeden Fall, die habe ich im eigenen Arschwasser gegart. Hat mein Großvater noch aus dem Krieg gerettet in seinem Bob. Du bist voller Überraschungen, Sascha. Ich bin beeindruckt. Toll. Habe ich doch wenigstens mal was gespielt? Nein. Harfe, was ist denn eine Harfe? Das ist so ein Gartenzaun, wo man reingrapscht, ne? Ja, das Das ist hier von Dings, von Bud Spencer. Ein Harfenkonzert, was ist denn das? Harfen, hört sich gut an. Nee, Harfe, das ist so ein Gartenzaun, wo man reingrapscht. Ach so, was hast du eben gesagt? Harfen, klingt auch viel besser. Alter, vier Fäuste gegen Rio, beste. Oh, herrlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Filme, die gemacht haben, egal wer, sind alle schon ganz gut, aber nur die Filme, die sie zusammen gemacht haben, sind legendär. Ein Rolls-Royce, quatsch nicht, da drin wirst du geboren. Das ist ein Rolls-Royce, da drin wird man geboren. Wie sitzen die beiden Vettern eigentlich mit dem großen Zylinder hier drin? Ja, vielleicht nehmen sie die Melone auch einfach ab. Ja. Frag mich mal, wie spät das ist. Sag mir die Zwiebel. Oh, herrlich. So, Jungs, jetzt aber. Und der Terence Hill dann so mit dem Stühlchen. So, meine Freunde, jetzt gibt's aber nochmal richtig. Und zwar mit dem Stühlchen in die Schnauze. Ich hätte gerne, was gibt's denn? Dicke Bohnen mit Speck. Zwei Portionen. Machen sie vier draus. Vier Portionen. Zwei mal vier.
Also 16 mal gebackene Bohnen. Jawohl, die platzen aus dem Korsett, wenn sie das fressen. Ah, diese beiden sind einfach so herrlich. So, okay. Lea hat schon ein Geschenk bekommen. Vielleicht gebe ich ihr noch mal ein Stück Holz. Ja, aber was ist jetzt mit den Kohlen? Genau, was ist mit Kohlen? Ach, sauf doch nicht so viel. Ess lieber was von dem Truthahn, der schmeckt. Genau, was von dem großen Igel, oder? Ah, genau. Der schmeckt. Oder wo der Dicke beim Therapeuten war. Was machen Sie denn in Ihrem Unterbewusstsein? Ich hämmer jetzt mal in deinem Unterbewusstsein. Oh, du antwortest mir. Und ich rate dir zu antworten. Was ist das für ein Großohren-Zombie? Das ist dein Therapeut. Was? Der schraubt bei dir im Gehirn rum. Wenn der bei mir rumschraubt, schraube ich mal bei dem. Das, was du da an Blähungen aus dem Mund hausen lässt, solltest du durch die Hose filtern lassen. Hey, was ist das? Das ist eine Tür. Ja und? Türen sind zum Aufmachen da. Na, herrlich. Ich glaube, das müssen wir heute Abend mal wieder angucken. Ah. Tut mir leid, die Verspätung, aber sie haben den Zellenschlüssel nicht gefunden. Das war kein Witz. Ach, diese Sprüche sind einfach geil. Oder wo sie da von den Gangstern entführt wurden und dann, wir wollten ihnen mal ein paar Angestellte bringen. Ja, Polizeischule. Ehrlich. Ach ja, die beiden sind echt der Hammer. Obwohl die Western, die sie gemacht haben, sind auch sehr, sehr gut. Ja, für ihre Zeit auf jeden Fall, klar. Oh, die kann man sich heute noch angucken. Das sind zeitlose Klassiker, was das angeht. Wobei, die habe ich jetzt aber nicht so sehr, also nicht so arg verfolgt. Oh doch, ich schon. Ich habe alle Filme gefolgt. Gut, ich habe halt auch eine Oma, die sich die gesamte Collection gekauft hat. Und da gab es dann halt auch schon mal ein Wochenende, wo das Zeug durchlief. Das ist geil. Ne? Auf jeden Fall. Müsste wieder zu Oma Bud Spencer gucken. Es war immer ganz lustig, wenn ich nach Hause gekommen bin, wusste meine Mutter, was ich geguckt habe, weil ich dann mit den Sprüche kloppend durch die Zimmer gesprungen bin. Sascha, kommst du mal bitte her? Mutti, wenn du mich auch mal du zauschen eine Delle in die Gewürzgurke, ist das klar? wie war das? Wir wollen die Hütte abreißen. Ne? Moment, darüber wollen wir nochmal sprechen. Ich würde sie verkaufen für 408 Pfund. 408 Pfund? Ja, sie kriegen das Geld, aber sie müssen uns sonst quittieren. Können wir jetzt die Hütte abreißen? Hätte die auch so gekonnt. Wollen wir ihm nicht ein Angebot machen? Er schlägt sehr hart zu. Krokodil und sein Nilpferd. Einfach herrlich. Also, ja, genau. Plattfuß am Nil. So, euch noch viel Spaß. Nee, nicht Plattfuß am Nil, sondern Krokodil und sein Nilpferd. Plattfuß sind ja die Filme, die der Bud Spencer alleine gemacht hat. Haut rein, bis dann. Gute Nacht. Mach's gut, Zuckerweibchen. Ich würde sagen, ich beende dann auch den Stream. Ja, ich glaube jetzt Justin und du sind jetzt noch die einzigen, die zugucken. Aber ich kann mich, 15.000 kann man sich sehen lassen. Wir haben komische Musik mit der Abigail gemacht. Oh, wir haben jetzt 4 Herzen mit der Lea. Das Event will ich noch mitnehmen. Ich weiß nur nicht, was ich beim 4. Herz-Event machen muss mit der. Zurück. Achso, ja, ich nicht den Umweg gehen. Ah, jetzt ist egal. Ja, mache ich es morgen, ist egal. Am nächsten Tag. Noch hat sie auf. Ich glaube erst ab 18 oder 19 Uhr machen die es. Ich glaube 18 Uhr. Ja, ich glaube, jetzt packst du nicht mehr. Ich probier's. Oh, komm schon, dieses Scheiß. Na, Gras bremst, ja. Gras ist echt. Jetzt was für die Emily. Hey, Emily, ich habe ganz viel Gras auf meiner Farm. Oh, ich liebe dich. Heirate mich, du Buckelfritze. So. Ist die Frage, muss man beim Vierherz-Event wirklich zu Lea rein? Ja, auf jeden Fall. Muss das schon ins Haus. Ja, die ist nicht da. Ja, dann. Ich habe nämlich so das Gefühl, dass die 4-Herz-Events außerhalb stattfinden. Guck nochmal nach, dann gucke ich mir das am nächsten Tag mal an. Warte. Betrete Leas Hütte, während sie zu Hause ist. Okay. Na gut, um 18 Uhr ist sie da und dann macht sie zu. Na, dann warte ich bis. Weil das kann. Ne, weil die Lea hängt auch gern mal in der Kneipe rum, ne? Das stimmt.
Na, dann wird's nach 18 Uhr, dann kommst du auch nicht mehr rein. Ja. Na gut, dann machst du das am nächsten Tag. Aber der Lea ist immer so ein bisschen schwierig, weil du weißt echt nicht, wann sie zu Hause ist. Meistens morgens früh. Das ist doch gut, da gehe ich direkt um 8.30 Uhr, mache ich mich da auf den Weg. So, wunderbar. So, das mal gießen. Ja, vielleicht wird es ja was, wenn nicht, also egal. So, ich habe einen Brief. Hallo Sascha, schon ein Frösteln in der Luft gespürt? Könnte der Einzug des Winters sein oder das Kribbeln eines dunklen Geistes, der uns hilft, das Fest von morgen zu feiern, die Geisternacht. Komm um 22 Uhr vorbei, wenn du mitmachen willst. Oh cool, das klingt nicht schlecht. Würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ja, wegen der Abigail, die feiert da, die geht da bestimmt voll ab. Nee, da kannst du einen Goldkürbis gewinnen und den kannst du für 2,5 verscherbeln. Da sag ich nicht nein. Hoffentlich ist das so einfach wie beim Volksfest. Naja. So, mit dem kann ich ja eh nichts machen. Das bedeutet, ich mache mir jetzt erstmal hier einen kleinen Weg. Ich bin auch irgendwie wach. Man merkt schon, dass ich den ganzen Tag, dass ich heute viel Eistee getrunken habe. Ich finde es voll lustig, dass du halt, ich finde es eigentlich ganz cool. Bitte? Drück die Blase. Nö, das nicht, sondern eher, dass ich einfach wach bin. Ich bin jetzt nicht müde oder so. Oder ausgelaugt. Wegen Koffein. Auf jeden Fall. Dingsbums. Ah, die macht erst um 9 auf, die alte Hexe, ne? Die olle Hexe. Das war schon lustig. Natürlich, mit der Axt erstmal auf Stein gehauen und die funktioniert danach noch. Naja, ein bisschen Holz und ein bisschen na, die Zeit verschwenden. Ah, ich weiß nicht. Stardew Valley ist cool. Es ist zwar oldschool wegen der Grafik, aber super. Ja, aber das ist ja der Charme von Stardew Valley. Das stimmt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so viel Stardew Valley gespielt, ich kann es nicht mal sehen. Na ja gut, man kann sich natürlich ein Spiel auch ein Spiel übertreiben. Ja. Ah, es ist 9 Uhr, hoffentlich ist die jetzt noch nicht aus dem Haus. Oh, Lea, du... Oh, Mann. Na gut. Ich würde sagen, dann mach ich. Bitte? Die rennt ja nicht weg. Ja, die rennt nicht weg, glaube ich auch. Dann würde ich nämlich sagen, gehe ich einfach jetzt nochmal pennen, damit der Tag schnell vorbeigeht. Dann machen wir das Event morgen noch. Und das ist dann eigentlich ein ganz guter Abschluss zum Stream. Oder was meinst du? Ich muss halt morgen noch den ganzen Tag durchklotzen. Ja, der geht aber relativ schnell. Das Event lassen, bis die Leute wieder da sind, was weiß ich, beim nächsten Stream oder so. Das stimmt. Weil jetzt sieht's ja dann keiner, weißt du? Stimmt. Okay, dann würde ich sagen, was sagt denn eigentlich? Ah, die Harley können wir bald heiraten, ne? Wann kann man eigentlich eine Person heiraten? Kann man, reicht das, wenn man voll hat? Brauchen wir da wirklich alle 8 Herzen, ja, ne? Ich würde dir auch empfehlen, ich meine, die kommt aber auch erst in dein Haus, auf deinen Hof, wenn du mindestens die erste Hauserweiterung hast. Und wenn die Herzen voll sind, muss sie aber erst noch dieses Vermählungsamulett schenken. Ja, na gut, ich weiß gar nicht, wie viel Gold. Von dem alten Seebären. Ich glaube, das kostet 5.000 oder so. Der kostet, ja, ich glaube 10.000 oder sowas. Ich meine, habe ich ja, ist ja jetzt nicht das Problem. Was mache ich da heute? Erstmal Herzen voll, dann. Nee, stimmt, vorher musst du noch eine Blume kaufen beim Pierre. Und nach der Blume musst du diesen Seemuschelanhänger kaufen von dem alten Seebären da, wenn es regnet. Und danach erst kannst du sie heiraten. Okay. Na gut, auf jeden Fall würde ich sagen, es reicht für heute. Es sind auch schon wieder 5,5 Stunden im Stream. Und war auf jeden Fall cool, dass ihr da wart. Wenn ihr in die Infos klickt, findet ihr alle
Ja, die ganze übliche Scheiße. Da findet ihr einen Link zu meinem YouTube-Channel und so weiter und so fort. Alles, was man so braucht. Macht's gut, Leute. Bleibt sauber. Kommt morgen gut in den Tag. Gute Nacht, Justin. Dir auch. Vielen lieben Dank für die Unterstützung, Luxi. Können morgen bestimmt noch mal weiterspielen. Ich weiß nicht, was du morgen so vorhast. Weiß ich gerade selber noch nicht so genau. Schauen wir da mal. Ich würde dann so 18, 19 Uhr wieder anpeilen. Ja, vielleicht auch ein bisschen früher. Ja, das aber du bist ja eher so um 18 Uhr zu Hause, Maximum. Ja, 17:30, 18, ja. Ich muss am Wochenende nochmal meine Mutter anrufen. Die hat nämlich entweder am 7. oder am 9. August Geburtstag. Alter, und du weißt nicht, wann deine Mutter Geburtstag hat. Du wirst lachen. Eieiei. Ich glaube, die hat am 7., weil ich denke immer, die hat am 9. August Geburtstag. Und, oder war das andersrum? Ich weiß nicht, irgendwer oder irgendwie hat sich das in meinem Gehirn irgendwann mal in einer festen Zeit oder in einer bedeutenden Zeit eingebrannt, dass meine Mutter am 7. Geburtstag hat und seitdem verwechsel ich das immer. Entweder am 7. oder am 9. August. Und ich frage jedes Jahr wieder nach. Hast du deine Mutter auf Facebook? Da wird es ja drinstehen, oder? Meine Mutter hat kein Facebook. Die braucht so einen Scheißdreck nicht. Die schnauzt mich ja schon an, wenn ich meinen Laptop mal am Wochenende mitbringe und halt noch was machen muss oder arbeiten muss. Das Erste, was kommt, ist Augenrollen, anschnauzen, schon wieder das ist Scheißding mitgebracht. Brauchst gar nicht auspacken. geil. Naja. Egal. Und von daher ist es halt so, entweder, wenn sie feiert, werde ich wahrscheinlich an dem Wochenende nicht komplett können. Und wenn nicht, dann wird am... Und wenn sie halt nicht feiert, dann werde ich am 7. August, ja, ein Freitag, 7. August, und da werde ich natürlich dann Horizon Zero Dawn streamen, so lange es geht. Und wäre halt ganz cool, wenn da der Zuschauerkern zumindest dabei ist. Außer wenn der Release-Termin sich verschiebt. Aber ich freue mich so drauf. Das wird ein Spiel, das werde ich wieder richtig ausgiebig spielen. Ich wollte mir mal das Let's Play von Kronk dazu angucken, aber nach dem 20. Part bin ich eingeschlafen. Ist cool. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich weiß nicht, wann bei euch die Schule wieder losgeht, Justin. Ich hoffe, sind noch Ferien am 7. August. An dem Wochenende. Also wird schön. €50 hat das gekostet. Ja, ist halt natürlich ärgerlich. €60 Mainboard, €50 Horizon Zero Dawn, beziehungsweise 40 habe ich bezahlt. Was zusammen, ja. Und ja, das hat natürlich den Geldbeutel ein bisschen geschmälert. Ich krieg zwar 30 bis €40 wieder vom Mainboard-Kauf, von dem Typen, weswegen das Ding ja kaputt ist. Aber auch erst im August. Muss ich aber sagen, finde ich super vom Frank und vom Zedion. Die haben nämlich gesagt, wenn jetzt dein Rechner komplett kaputt ist, sag einfach Bescheid, dann schicke ich dir meine alten Rechnersachen. Zedion hätte mir seinen alten Rechner, der hat ja jetzt heute neue Teile bekommen, baut sich morgen einen neuen Rechner, dann hätte er mir seinen alten Rechner übers Wochenende geschickt und hat gesagt, kannst dann so lange haben, bis du wieder einen eigenen Rechner hast. Und der Frank hat gesagt, wenn alle Stricke reisen, sag Bescheid, gibt's mir Apple und Nein, kannst meine alten Sachen haben. Ah, das ist auch so ein Thema bei mir. Das muss ich jetzt demnächst in den nächsten Monaten mal angehen, mir auch einen neuen Rechner zusammenbauen. Weil meine alte Krücke ist zwar nicht kaputt, aber die macht's auch nicht mehr so 100%. Und allein schon die Scheiße mit Windows 7, ja, das geht mir so auf den Sack, dass ich da manche Spiele nicht zocken kann. Ja, das glaube ich dir. Ich weiß, ich könnte einfach auf 10 aufrüsten, ist kein Problem. Ja, aber bei der Gelegenheit will man dann auch mal einen neuen Rechner so nach... Das stimmt. Keine Ahnung, 6, 7 Jahren oder wie lange ich jetzt den alten schon habe. Ja, noch länger. Also meinen Rechner habe ich jetzt nur 3 Jahre.
Aber von den Komponenten her ist er eigentlich auch so alt, bis auf die Grafikkarte. Die ist, glaube ich, nur vier oder die ist, glaube ich, nur 4 Jahre alt. Oh, das wäre echt hart gewesen, wenn die Grafikkarte auch noch kaputt gewesen wäre. Dann wäre ich echt im Arsch gewesen. Naja, ich muss aber auch nochmal einen neuen Rechner holen. Aber das Thema können wir ja dann irgendwann mal bei Gelegenheit zusammen durchgehen. Genau. Dann du könnt bist ihr ja nämlich, eher der Fachmann. Dann kann ich dir so nämlich genau Rechner sagen. braucht, Teil Ja, es kommt angehen halt und immer so. drauf an, was du machen willst damit. Ja, hier halt Gaming und YouTube-Renderungen und sowas, Videobearbeitung. Shit. Ich sag's mal so, wenn du einen neuen Rechner hast und eine gute Grafikkarte hast, dann brauchst du eigentlich, wenn ich die OBS richtig einrichte, brauchst du da gar nichts mehr rendern. Ja, gute Grafikkarte, gescheites Board. Das ist ja Zwei, das, drei, das vier ist ja Kameras. deswegen, ich sag's mal so, Videos nachrendern ist halt outdated. Weil die ganzen, in der Regel die normalen Aufnahmeprogramme benutzen halt schon die richtigen Codierer, die kannst du einstellen und da musst du gar nichts mehr nachrendern. Ja, aber ich möchte schon noch die Möglichkeit haben, falls ich mir irgendwie noch was anderes rein mit editieren will oder so. Das ist ja dann Videobearbeitung. Du hast immer die Möglichkeit, natürlich. Aber es ist dann halt, Ja wenn jetzt zum klar, Beispiel aber. ein Part steht, da musst du den nicht noch irgendwie eine halbe Stunde rendern, damit der irgendwie auf YouTube hochgeladen werden kann. Und das ist halt der Unterschied. Das machen nämlich viele noch. Aus irgendwelchen Gründen. Ja, hauptsächlich halt aus Datenkomprimierungsgelöte. Ja, aber. Wer sich damit nicht befasst und OBS nicht reinstellt. Satyan zum Beispiel genauso. Wir haben ja gestern Dingsbums aufgenommen. Wie heißt's? Na. Journey to a Savage Planet. Und dann hat er gesagt, ja, wie groß sind denn bei dir die Parts? So, ja, so 2,5 bis 3 GB. Beziehungsweise 2 bis 2,5 GB für 30 Minuten. Ich so, ja, bei mir sind die 12 GB groß. Ich so, naja. Du hast doch OBS benutzt. Warum gibst du denn da Quali warum nimmst du da verlustfrei auf? Brauchst du nicht. Ist Quatsch. Und ja. Ja, eigentlich benutze ich das nur zum Stream. Ich so, ja, trotzdem. Das ist halt so, das ist halt der Unterschied. Viele denken einfach, bei der Videoaufnahme ist die Videobit-Tiefe nicht die Qualität, sondern einfach nur in der Regel die Größe der Datei. Wenn ich jetzt eine ganz hohe Bitrate einsetze, dann werden meine Videos auch riesig groß. Aber im Endeffekt, wenn mein Bildschirm nur eine 1080er Grafik oder Qualität zulässt, kann ich auch nur, gut, ich kann theoretisch schon 4K raufmachen, aber das ist dann für die Grafikkarte zu viel, weil ein Monitor irgendwie künstlich verkleinern, ist dann natürlich sehr viel Aufwand. Also man kann es ja übertreiben. Ich meine, ich bin jetzt kein Gronkh, ich habe jetzt auch keinen Gronkh-Rechner und will auch keine Gronkh-Videos. Ja. Also. Nee, es ist ein Unterschied zwischen der Monitor hat 4K, das ist alles soweit okay, oder du hast einen 1080 Monitor und lässt den vom, du kannst ja vom Grafiktreiber aus kannst du Windows vorgaukeln, dass dein Monitor 4K hat. Das geht ja auch, Ah, das ist aber der Shit, den Frank mal gemacht hat. Ja. habe ich bei Bioshock zum Beispiel mal gemacht. Das bedeutet, mein Monitor hat die Einstellung, das sprich, ich kann jedes Spiel auch in 4K hochrendern, aber dann braucht es halt auch doppelt so viel Grafikleistung, weil der Monitor dann halt künstlich nochmal verkleinert werden muss. Und das, ja, kann man nur bei manchen Spielen machen, die keine Grafikleistung brauchen. Naja, haut rein, Leute. Ich drücke jetzt auf Stream Stopp. Jo. Wir sehen uns. Haut rein. Ciao. Nacht, ciao.